Nach dem Naturparkhausumbau konnte die Vollversammlung erstmals im neuen Sitzungssaal im ersten Obergeschoss stattfinden. Der Obmann des Vereins Naturpark Kaunergrat, Bürgermeister Alexander Jäger, begrüßte und der Naturpark-Geschäftsführer Ernst Bartel begann mit dem Jahresrückblick und stellte die 5 Säulen des Naturparks vor. Elisabeth Falkheis ist für die Schutzgebietsbetreuung zuständig. Dazu gehören das Naturschutzgebiet Kaunsberg-Facken und die Sonnenhänge mit den Trockenrasen in Flies oder das Biodiversitätsprojekt Apollo. Bestandteil der Schutzgebietsbetreuung ist auch die Bekämpfung der Neophyten wie Götterbaum oder Robinien. Naturschutzpläne wurden und werden bis heuer umgesetzt und der Harbe Weiher wurde nach dem Murenabgang revitalisiert. Sigrid Zobel berichtete, dass 78 Schulexkursionen mit 1562 Kindern durchgeführt wurden. Derzeit gibt es 14 Naturparkschulen und 11 Naturpark-Kindergärten. Im Rahmen der Kaunergrat-Akademie wurden zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt. Bartel stellte die nachhaltigen Entwicklungsziele vor. Im Interreg-Projekt Klimahalt wurden 8 Haltestellen und 30 Infobäume zur Attraktivierung des Nahverkehrs aufgestellt. Die weitere Entwicklung des Naturparkhaus am Garchenblick ist fast fertig. Die Neugestaltung der Dauerausstellung Vertikal 3000 folgt im Herbst. In St. Leonhard wird um das Haus der Natur und am Schrofenhof gebaut. Bartel berichtete von 65 Veranstaltungen und Auftritten 2023 mit 567 Teilnehmern. Wichtiger Bestandteil der Naturschutzarbeit ist die Forschung in enger Kooperation mit der Uni Innsbruck. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurden 94 Artikel und Beiträge in den Lokalsendern registriert. Bartel stellte zur Naturschutzarbeit 2024 ein Biodiversitätsprojekt vor, das die Fortsetzung der Entbuschungsmaßnahmen in Facken und die Renaturierung im Piller Moor mit Entbuschung und Verwässerung vorsieht. Erste Gespräche mit der Dark Sky Association zum Thema Lichtverschmutzung starten und die Gründung einer Naturparkgenossenschaft wird vorbereitet. Landesrat René Zumtobel sagte abschließend: Ihr fangt bei den ganz Kleinen an, bei den Schulen, bei den Kindergärten, bei allen, die da sind. Wenn ich höre, dass in 20 Jahren eine Verdoppelung stattgefunden hat, dann ist das schon einmal ein wertvoller Beitrag. Ich bin der Meinung, dass die Naturparke, die 5, was wir haben, mit dem Nationalpark Rolltau noch einen großen 6. dazu, der natürlich noch viel größer ist, das sind aus meiner Sicht die Säulen für die Zukunft, wo ganz viel mehr passieren wird. Da braucht es natürlich auch das notwendige Geld. Dafür wäre mir auch einsetzen, kann auch gleich aus der heutigen Regierungssitzung berichten, dass wir heute das Jahresprogramm für die 5 Tiroler Naturparke wieder beschlossen haben. Das sind 270.000 Euro. Wir brauchen sozusagen diese Botschafterinnen und Botschafter, die das nach außen bringen. Und die nächsten Jahre werden große Herausforderungen bringen, insgesamt natürlich auch in dieser Region und insbesondere auch in Tirol. Wenn ich ein Land habe, wo ich nur 12% besiedelbaren Raum habe, dann habe ich einfach andere Herausforderungen wie im flachen Land.